Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Es gibt wieder einen neuen Artikel in der Zeitung, wir lesen ihn erstmal. Reise zum Bingo-Club und nimm an einem neuen Spiel teil. Rette Edmunds Geschäft und hilf Hardramble aus der Patsche. Hilf Toni Cavalli bei der Suche nach dem alten Kelch, oha. Es klingt sehr unzusammenhängend, aber okay, da müssen wir erstmal gucken, was sie sich da ausgedacht haben. Wir haben hier ein zweiwöchiges Event, den Bingo-Club. Reise zum Bingo-Club und spiele ein neues Spiel. Leontius lädt alle zum Bingo-Spielen ein, aber erwarte keine Entspannung. Freunde in der Nähe bitten wie immer um Hilfe. Hast du Zeit, dich ein bisschen auszuruhen und trotzdem allen zu helfen, die Hilfe benötigen? Vielleicht meint das Glück es ja gut mit dir und du kannst endlich wirklich Wertvolles... Was heißt hier endlich? Wie komme ich auf endlich? Da steht kein endlich. Und du kannst etwas wirklich Wertvolles mit nach Hause nehmen. Finde es jetzt heraus. Beeil dich. Die Länder sind bis zum 24. April verfügbar. Also 2 Wochen Zeit. Wir haben auch eine Aufgabe hier, eine Quest. Begib dich zum Bingo-Club, wir kriegen 150 Energie dafür. Und wir haben auch hier eine Quest, eine Bingo-Quest. Ah, okay, da können wir Bingo spielen. Also wir spielen Bingo zu Hause. Und, ja, es gibt hier, je nachdem, wie viele man gewinnt, glaube ich, Belohnungen. Klicke, um die Belohnung zu sehen. Ah, schließe 10 Reihen ab und erhalte eine Belohnung. Eine Belohnung, also man bekommt dieses alles hier und man bekommt ein Schlittendesign. Ein Bingo-Club-Schlittendesign. Ich glaube, das ist das Spannendste. Und eine Clubmünze? Wir brauchen... Nee, das ist was anderes. Das sind Bingo-Kugeln. Und das sind Münzen. Das sind 2 verschiedene Dinge. Wir bekommen aber auch einen Smaragd und Energie. Und hier unten? Schließe 5 Reihen ab und erhalte eine Belohnung. Da bekommen wir auch eine Clubmünze. Ich glaube, mit dieser Clubmünze können wir irgend so ein etwas upgraden, so ein Geschenkeberg wieder oder sowas, aber 100% weiß ich das noch nicht. Aber um überhaupt spielen zu können, brauchen wir eben hier diese Dinger da, Bingo-Kugeln. Wir haben noch keine, die müssen uns wahrscheinlich im Event verdienen. Und dann können wir hier loslegen. Ah, und wenn wir dann hier eine Reihe voll haben, kriegen wir dann das, was hier so... an der Reihe oder der, also an der Reihe oder der Spalte abgebildet ist. Okay, ich selber habe noch nie Bingo gespielt, soweit ich weiß. Also muss ich mal gucken. Ich weiß nur, dass man da irgendwie Zahlen aufgerufen werden irgendwie oder ja, und dann muss man gucken, ob man selber die Zahlen hat. Und wenn man eben eine Reihe hat oder eine Spalte, dann hat man gewonnen oder etwas gewonnen. Wir lassen uns mal überraschen, vielleicht kriegen wir es ja sogar auf der Location noch erklärt, wie genau das hier in Klondike funktioniert. Und deswegen fahren wir da jetzt mal hin und gucken, was uns dort so erwartet. Wir bekommen unsere Energie fürs Herkommen. Hey, Leontius, zu welchem Spiel lädst du uns denn alle ein? Das ist dieser Bingo-Apparat. Ja, Leute, die das so richtig enthusiastisch und süchtig spielen, ne? Es heißt Bingo, es wird dir gefallen. Das klingt ungewöhnlich. Wie lauten denn die Regeln? Du bringst mir Erdbeeren und Apfelminze. Ich? Geb dir Bingo-Kugeln. Und dann, wenn ich meine erfrischende Limonade trinke, gewinnst du unglaubliche Preise. Okay, die Minze und die Erdbeeren, die kriegt man ja meistens hier so von so Büschen unendlich, wenn man sie regelmäßig aberntet und Energie dafür einsetzt. Du kannst nicht verlieren. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Es dauert dann halt einfach Zeit, oder? Ich meine, ich spiele ja gegen niemanden, der dann vielleicht schneller fertig ist wie ich. Oder? Allerdings wollen bisher nicht viele mitspielen. Kannst du mal nachschauen, was die Anwohner da so machen? Ja, wahrscheinlich ihre Probleme. Natürlich, ich frage sie. Kein Problem. Mhm. Was haben wir denn da?
finde heraus, was die Anwohner im Bingo-Club so machen. Wir bekommen einen Gartenpavillon. Ah, das ist der, den wir für die Clubmünzen ausbauen können. Zu einem am Ende dann Geschenkeberg umgewandelt. Ja. Mit dem tauscht Erdbeeren und Apfelmünze. Das heißt, man bekommt tatsächlich aber 100, ne? Das ist schon ordentlich. Man kann dann... Ah nein, man kann nur 25 eintauschen, wenn ich es richtig sehe, oder? Gut. Und das heißt, wir sollten die möglichst bald finden, damit wir möglichst lange ernten können. Da hinten, das sieht auch spannend aus. Okay, wir haben aber auch an der Seite etwas. Schaut mal. Rechts sind Nebenaufgaben. Baue alle niedlichen Häuser wieder auf und wir bekommen ein Geschenk. Okay. Und finde und untersuche alle Frühlingskörbe. Das sowas ähnliches hatten wir dann letzte Woche auch schon. Dann haben wir natürlich hier Abräumbelohnungen. Für 20% gibt es das Übliche. Für 50% gibt es jetzt auch nicht so was Besonderes. Aber es gibt zumindest einen Smaragd hier auch. Und bei 100% bekommt man ein Burger-Hotel, war das, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Moment, ich schaue nochmal nach. Es ist ein Burger-Hotel. Wenn man 100% der Location abräumt, bekommt man ein Burger-Hotel, in dem man 30 Leute für 3 Tage einstellen kann und sie arbeiten wie 120. Also einer arbeitet für 4. Solche haben wir ja auch schon zu Hause. Bräuchte ich jetzt also nicht unbedingt. Natürlich ist es interessant. Ja, 100% abräumen. Wie groß ist die Location? Ja, normale Event-Location-Größe. Und ich meine, hier vorne steht jetzt nichts Großes rum, aber das sehen wir dann erst hinten, wie arbeitsintensiv das hier wird. Wart mal ab. Und dann suchen wir mal die Leute. Und da hinten sieht man auch schon, ist das das Burger-Restaurant, das man dann da kriegt? Ja, so sieht das dann aus. Also ich meine, so von der Optik her würde man das vielleicht schon haben wollen. Aber ich bräuchte es jetzt nicht als Unterkunft für meine Arbeiter, weil ich inzwischen 3 Hotels habe, die ich immer täglich durchrolliere. Und ja, das reicht mir eigentlich. Aber als Deko? Nee. Hier räume ich, glaube ich, keine 100% ab. Aber wir räumen mal den Weg frei. Vielleicht finden wir ja dann alsbald auch unsere Einwohner, die irgendwelche Probleme haben. Oh, da ist schon einer. Hallo Edmund. Warum siehst du denn so traurig aus? Irgendwie sieht er aber immer so aus, oder? Als ob er ein bisschen durch den Wind wäre. Nun, Großvater und ich wollten das Hotel Big Burger eröffnen, aber er ist nirgends zu sehen. Und er hat sich ein Glas Mayo zum Mittagessen mitgenommen und ohne die Soße stockt meine Produktion. Hat er nur ein Glas Mayo? Wo ist er denn? Keine Ahnung. Und ich bin so beschäftigt, dass ich ihn nicht suchen kann. Wie ich Hardramble kenne, steckt er bestimmt in irgendwelchen Schwierigkeiten. In der Nähe gibt es eine Höhle, in der viele Banditen sind. Ja, da ist er auf jeden Fall. Ich finde ihn und bringe ihn dir zurück. Danke. Hoffentlich hat er nicht die ganze Mayo gegessen, sondern welche fürs Geschäft übrig gelassen. Süß. Okay, dann müssen wir jetzt die Höhle finden, oder? Finde Hardramble in der verlassenen Höhle. Das wäre die Aufgabe Nummer 1 für den ersten Bürger. Also quasi die Unteraufgabe dieser Aufgabe. Und hier? Tatsächlich, wir können das Burger-Hotel aufbauen. Ich habe auch schon Sachen mitgebracht, weil ich in den News gelesen habe, was wir dafür brauchen. Von dem her können wir das eigentlich gleich mal machen. So, und jetzt sehen wir, wie es dann wirklich schick aussieht. Das ist schon süß, ne? Und wir können dort Burger herstellen, wenn wir die Rezepte entdecken. Ja, ihr seht ja, was man da alles braucht. Ich glaube, ich notiere mir das gleich mal, sonst vergesse ich es nachher wieder. Und dann bringen wir die Gelegenheit auch mal hierher.
Und suchen wir weiter nach Leuten, die irgendwelche Sorgen haben. Oh, da ist schon der Nächste. Hey, Toni! Was führt dich hierher? Ach, bin unterwegs zur Entdeckung des Jahrhunderts. Na, sowas. Der älteste Kelch in der Gegend ist irgendwo hier versteckt. Er besteht aus Gold und ist mit Edelsteinen besetzt, die in der Sonne glänzen und schimmern. Das klingt spannend. Brauchst du vielleicht Hilfe? Natürlich. Ich schlage vor, dass wir uns aufteilen und anfangen zu suchen. Ich muss das alte Tor finden. Es wurde wohl seit Hunderten von Jahren nicht mehr geöffnet. In diesem Fall brauchen wir nicht nur die Schlüssel, sondern auch was, um den Rost zu entfernen. Weiß ich das schon? Ja, wenn das Tor so alt ist, vielleicht schon. Aber vielleicht ist es ja aus Holz oder aus Stein. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Also, wir haben noch eine Aufgabe bekommen. Finde den alten Kelch und gib ihn Toni Cavalli im Bingo-Club. Und dann bekommen wir wieder ein Geschenk dafür. Okay. Hier sind die Häuschen, die wir wieder aufbauen sollen. Ah, gegen Dinge, die wir hier auf der Location finden. Das finde ich auch immer ganz nett. Da muss man nicht immer nach Hause fahren. Hier ist schon ein Körbchen. Für hier. Da ist Sammelzeug drin und Produktionsmaterialien. Und eine Cola und Gold und Erfahrungspunkte. Sehr schön. Ja gut, ich denke mal, das wird bei allen Häuschen so sein. Es sind vier Stück, es sind diese vier, die wir hier in der Nebenaufgabe haben. Wir müssen aber erstmal an die Ressourcen kommen. Wo geht's denn weiter? Wir sollen ja drei Leuten helfen. Der Weg? Doch, eigentlich müssen wir hier unten rumgehen, ha? Hier sieht's ziemlich dicht aus. Oh ja. Oh, wer bist denn du? Ach, was ist nur mit ihm passiert? Weckt in irgendwelchen Schwierigkeiten und dann auch noch ohne mich. Hast du jemanden verloren? Einen Freund. Wir treffen uns immer hier und gehen zusammen zur Schule. Ich habe schon 3 Stunden geschwänzt und er ist immer noch nicht da. Ich mache mir so langsam Sorgen. Ich gehe ihn suchen, okay? Du kannst ja zur Schule gehen. Ah, der Tag ist eh schon schlimm und jetzt willst du ihn noch schlimmer machen. Tja, also gut, in Ordnung, dann warte einfach hier. Kommt aber schön geknubbelt hier, die ganzen Aufgaben. Ich wollte jetzt unbedingt gucken, ob wir Nein, den können wir nicht mitnehmen. Den Ball, auch nicht den kaputten... Ah, aber die Lampe können wir mitnehmen. Warte mal, wir nehmen mal hier den Sack. Das sieht man manchmal doch ein bisschen besser. Was, ob wir einfach nur blöd drüber fahren? Oder nicht? Hier ist auch noch eine Lampe. So, der Ball, nein. Mehr noch, aber das können wir mitnehmen. Da hinten ist eine Flasche. Ah, die ist so zum Sprengen, oder? Ist das so ein Sprengding? Ich glaube... Ah, und hinter den Häuschen ist natürlich auch wieder viel Zeug versteckt. Also schaut schön dahinter. Guckt mal, was da alles liegt hinter den Dingen. Da, hinter den Büschen und Häusern. Doch einiges, was wir mitnehmen können. So, aber warte mal, wir haben noch nicht alles geprüft. Zumindest hier vorne. Nee, die Lampe gehört hier dazu. Dann haben wir hier eine... Lage? Nein, die können wir nicht mitnehmen. Und da hinten ist noch ein Pfosten. Da. Und das Nordpassschild können wir nicht mitnehmen. Das haben wir auch schon zu Hause. Soll wahrscheinlich ein Special bleiben. Wofür wir es bekommen haben. Da ist noch eine. Die Bänke können wir nicht mitnehmen. Aber die Lampe dazwischen. So, ich glaube, das war's erstmal. Machen wir mal da unten auf und gucken, ob wir wieder ganz schnell irgendwas entdecken. Zumindest schon mal Erdbeeren.
hier. Unser Tauschgeschäft mit Leontius. Es sieht jetzt auch gar nicht, also bis jetzt, wir haben noch nicht viel gesehen, aber es sieht nicht so furchtbar bewachsen aus. Wenn das so weitergeht, dann könnte man sich die 100% doch tatsächlich vorstellen. Ach ja, guckt mal. Und hier sind die Baumaterialien für die Häuslein. Also so ein Lehm. Und das dürfte wahrscheinlich irgendwie Zement sein oder sowas. Also grüner Ton und Zement, genau. Und dann braucht man natürlich noch die passenden Bäume. Wahrscheinlich wieder solche Roteichen oder sowas. Zum Fällen hier vielleicht. Ja, genau, guck mal, hier eine Roteiche. Aber das wird jetzt noch lange nicht reichen. Wir werden viel mehr brauchen, denke ich. Ja, also jeweils zwei. Nein, beim Holz sogar noch mehr. Da brauchen wir drei. Wir brauchen drei Eichen, zwei Haufen Ton und sechs Sack Zement. Also dreimal Zement für unsere Häuschen. Ja. Dann gehen wir mal die ganzen Sachen suchen, die die Leute finden wollen oder brauchen. Wir konnten schon sehr viel wegräumen. Guckt mal hier. Es ist schon ganz viel frei. Wir hatten zu ganz viel schon Zugang. Und haben natürlich auch entsprechend viel entdeckt. Zum Beispiel, das muss das Tor sein, durch das wir kommen sollen. Uns fehlt nur der Rostentferner. Wo finden wir den denn? Beseitige den Rost. Wir kriegen auch keinen Hinweis. Da müssen wir mal gucken. Ich habe hier aber auch die ein oder andere Kiste gesehen. Ist da Rostentferner drin? Eine antike Truhe? Wir machen mal auf. Mal gucken, was da drin ist. Vielleicht hilft uns das bei irgendwas. Oh, wieder so eine Sonne. Das hatten wir schon mal, ne? Also hier steht eine. Dann hatte ich... Ich hatte aber noch mehr von den Dingern. Ach, wir gehen einfach nach und nach jetzt hier durch und gucken, was wir so finden. Dann gibt es hier natürlich Erdbeeren und Apfelminze. Die sind am Anfang, wenn man hier anfängt freizuräumen, irgendwo verteilt. Kommt halt immer wieder mal eine. Aber wenn man sie einmal weggemacht hat, dann spawnen sie nur noch am Spawner. Da gibt es jetzt auch so ein paar. Wir nehmen aber vorher mal noch das Körbchen mit hier. Dann haben wir hier natürlich wieder Lehm. Nehmen wir mal alle die Ressourcen mit, die wir da so finden. Dann haben wir hier Steine. Die brauchen wir auch. Da sind nochmal Steine. Ups, da ist einfach eine Cola dazwischen gesprungen, die irgendwo rauskam. Wahrscheinlich aus dem Körbchen. Und nochmal Lehm. Hier ist eine Brücke. Da brauchen wir aber einen Hammer und 210 von diesen Steinen. Da kommen wir noch nicht durch. Und vor allem, wie wir an den Hammer kommen, müssen wir erstmal schauen. Da sind nochmal Steine. Und ein Körbchen daneben. Und hier liegt nochmal Zement. Und hier ist ein Erdbeerspawner. Hier kommen dann Erdbeeren drumherum. So. Oh, den Baum hier haben wir noch übersehen. Den nehmen wir natürlich auch mit. Denn wir brauchen auch Holz. So, hier haben wir übrigens ein Spezialgeschenk an der Mauer stehen. Herbstsüßigkeiten. Das ist auch nicht das Einzige. Denn... Wobei, ich guck mal gerade, wie viel... Kommt ja immer ziemlich viel Energie hier raus. Vielleicht können wir dann schon irgendwas Großes wegmachen. Ich spiele nämlich tatsächlich mit dem Gedanken, hier vielleicht noch 100% zu machen. Denn hier steht viel kleines Geraffel rum und ja, natürlich auch so ein bisschen Großes. Aber es sieht ganz gut schaffbar aus. Also ich könnte es mir doch zutrauen. Okay, jetzt haben wir 183. Da machen wir nämlich jetzt einfach was Großes von weg. Zum Beispiel den 150er hier. Das können wir gut brauchen. So.
Und dann futtern wir uns hier mal weiter durch. Haben wir hier drüben noch was? Hier ist übrigens Dynamit. Wenn wir hier Bonbons reinpacken, an die wir wahrscheinlich noch irgendwie kommen, dann können wir hier dann auch sprengen, wenn wir dann mal irgendwas Größeres haben. Also man macht die kleinen selber weg und kann dann sprengen, um vielleicht noch ein paar große Sachen wegzukriegen. Hier ist noch ein Baum. Da sehe ich gerade noch ein paar Wölkchen. Weiß nicht, ob die relevant sind. Jetzt gucken wir erstmal, wie viele Ressourcen wir so an und für sich finden. Hier ist nochmal Zement. Und noch ein Spezialgeschenk dreht sich hier. Und gleich daneben ist nochmal so eine Kiste. Die machen wir natürlich auch auf. Naja, hier ist auch nochmal grüner Ton. Sprudel, Sprudel, Sprudel. Da ist auch noch mal ein Körbchen. Nehmen wir das mal mit. Dann gucken wir mal. Ja, guckt mal, da können wir dann wieder ein... Ah, nein, nicht ganz. Keinen Tonberg wegmachen, aber... Also Ton hat ja 165. Aber noch mal so einen Stein mal wegmachen. Gut. Dann ist hier nochmal. Den 100er nehmen wir nicht. Hier nochmal grüner Ton. Dann ist hier nochmal ein Körbchen. Da ist nochmal Ton. Und hier sehe ich auch nochmal Steine. Dann sind hier nochmal Steine. Und nochmal so eine antike Truhe. Also wir brauchen wohl mehrere dieser Schlüssel. Weiß nicht, ob es da wieder so mehrere, also mehrere Tore, vielleicht nicht, aber vielleicht müssen wir das irgendwie reinlegen. Und hier ist nochmal so ein Erdbeerspawner. Da ist auch gerade schon einer daneben. Dann holen wir das, damit wir nachher auch was zum Eintauschen haben. Da ist nochmal Zement. Und hier neben dem Erdbeerspawner steht auch ein Roulette-Automat, den wir alle 4 Stunden drehen können. Das ist schon recht oft immer. Dann sehe ich hier nochmal Steine. Da sind nochmal Steine. Dämpft auch immer noch so ein bisschen Energie raus. Wahrscheinlich 5 oder so. Da ist nochmal so eine antike Truhe. Ein Körbchen. Nochmal eine Truhe. Und Zement. Wie viele Körbchen haben wir denn? Wir haben jetzt inzwischen schon 6 Körbchen gefunden. Und hier hinten im Eck, seht ihr, ist nochmal ein Felswächter. Also auch nochmal ein Spezialgeschenk. Da ist nochmal eine Eiche. Und da hinten sehen wir auch. Also das hier ist ein Minz-Spawner. So sieht der Busch aus, der die Minze spawnt. Ich habe aber bis jetzt nur einen gefunden. Also Erdbeerspawner haben wir ja jetzt 2. Aber Minze habe ich bis jetzt erst einen gefunden. Entweder ist der andere, haben wir hier auch 2 und der andere ist irgendwo hinten dran. Sieht man vielleicht dann spätestens dann, wenn wieder neue Minze spawnt an der Animation. Aber so sehe ich jetzt gerade gar keins. Da ist noch ein Baum. Oh nein, warte, stopp. Ich nehme erst noch einen großen Stein mit. Haben wir da nochmal so einen 150er? Oh ja, hier. Den nehmen wir mit. So. Gut, und dann können wir den Baum hier noch nehmen. Naja, jetzt auch noch lauter so große Steinbrocken. Naja, guckt mal, da ist auch noch mal ein grüner Ton. Also man muss schon gucken, ne? Weil das alles hier so überall verteilt und vielleicht auch teilweise dahinter ist. Aber wir können trotzdem einfach mal gucken, wie weit wir kommen, ob wir irgendwas übersehen haben. Oh, Pavillon, die kann man ja meistens auch mitnehmen. Lass mal gucken. Ne, den nicht.
Fangen wir doch einfach mal an zu bauen. Eben, die Steine brauchen wir nämlich für das gar nicht. Das ist nachher nur für die Brücke. Aber solange wir keine Hämmer haben, hilft uns das alles nichts. Also, wir bauen mal unser erstes Häuschen. Und in den Häuschen kann man wieder auch mit den Erdbeeren und der Minze Leckereien herstellen. Und man muss halt immer, ein Teil ist immer von hier gespawnt und den anderen muss man von zu Hause mitbringen. Ach, guck mal, das können wir noch gar nicht herstellen, weil wir irgendwas noch nicht freigeschaltet oder entdeckt haben. Aber hier kann man zum Beispiel Bohnen bringen und Milch. Und ich gucke dann immer so ein bisschen, wie viel muss ich einsetzen, wie viel kriege ich raus. Wo ist denn die Ratio eigentlich am besten? Also hier sieht man mal 3, also wenn man jetzt die Erdbeeren nimmt, mal 3, das wäre schon nicht mehr ganz so gut. Und hier ist es verdoppelt. Wobei man hier noch rechnen muss, dass man ja, wenn man die Bohnen anbaut, auch nochmal Energie braucht. Aber nur 2, also 7 quasi. Dann haut das wieder hin mit der Hälfte. Also meistens ist es die Hälfte. Aber ich würde mal sagen, doch, mit dem hier würde man am besten rumkommen, ne? Und Milch hat man mir meistens auch reichlich. Und für die Zucchini muss man ja auch wieder Energie einsetzen, um sie zu ziehen. Von dem her wäre eigentlich der Kaffee, wäre meine Wahl. Aber wenn natürlich jemand nicht viel Milch hat, dann bringt ihm das auch nichts. Und dann ist er vielleicht mit den Sachen hier besser bestellt. Also man kann quasi Energie verdoppeln hier. Gucken wir mal, ob wir noch ein Häuschen fertig kriegen. Ah, guckt mal. Wir haben wohl doch sehr viele Eichen übersehen. Oh ja, da stehen ja noch ein paar rum, komm. Nehmen wir mal noch mit, weil ich immer nach den Haufen geguckt habe. Ja, natürlich. Da sind mir die Eichen komplett durch die Lappen gegangen. Da ist übrigens auch noch eine. Die ist noch nicht mal freigeräumt. Die habe ich aber vorhin schon gesehen. Habe noch gedacht, ach, da muss ich noch mal... Nochmal. Ich meine, die sind ja schon sehr, sehr auffällig. Ja, also eichentechnisch war es das, glaube ich. Dann sollten wir eigentlich mit den Eichen gut hinkommen. Okay, wir stellen her. Jetzt haben wir wieder ein Häuschen. Da können wir auch Sachen herstellen. Eben mit anderen... Da brauchen wir 50 Erdbeeren. Aber es gibt Brenngras, wer das braucht. Und hier könnten wir mit Zehen und Milch eben auch nochmal Eisriegel herstellen und da nochmal eine Tasche von stiller Schatten. Dies und dies habe ich halt auch permanent location-mäßig überhaupt noch nirgends gebraucht oder gesehen. Ich kann das also auch gar nicht nutzen. Noch nicht. Von dem her würde ich wahrscheinlich auch wieder das hier wählen, einfach ganz viel Milch hierher bringen. Wobei ich dann manchmal oder in der Regel meistens verpenne, dann immer regelmäßig auch die Früchte dazu zu ernten. Oh, uns fehlt doch noch Roteiche, guckt mal. Und Zement fehlt aber auch noch jede Menge, weil wir brauchen ja auch für das vierte Haus noch Sachen. Das heißt, wir haben noch Bäume übersehen. Es kann natürlich auch sein, dass hier drinnen auch noch ein Baum steht. Oder hier unten zum Beispiel, da kommen wir noch nicht hin, wenn wir keinen Hammer haben. Alter Hammer, kann vom Schreiner im Bingo-Club erhalten werden. Haben wir einen Schreiner? Ja, vielleicht haben wir einen Schreiner. Wir haben nämlich hier Leute herumstehen, die alle so ein Fragezeichen haben. Das ist auch ein bisschen ein neues Feature, oder? Das hatten wir bis jetzt nicht, zumindest nicht diese Sprechblase. Wir hatten immer so eine kleinere Sprechblase, die so gesagt hat, sprich mit mir, aber diese ist mir neu. Wahrscheinlich sollen wir jetzt hier für diese Leute irgendwas tun und dann kriegen wir was von denen, was uns weiterbringt. Da sind wir eben als erstes, ja, hier, da bei diesem vorbeigekommen. Was braucht denn der? Einfach nur Energie. Sprich mit ihm. Ah nein, wir müssen erstmal reden. Sprich mit ihm, um herauszufinden, ob er Rostentferner hat. Ah, würden wir das von ihm kriegen? Das würde ja passen, da er müsste sowas haben. Guten Tag. Hast du zufällig etwas gegen Rost? Ich brauche nur ein paar Tropfen. Nimm die ganze Flasche mit. Die wird bestimmt nützlich sein. Nur eine Handvoll Münzen und du wirst nie wieder Probleme mit Rost haben. Also er verkauft sie uns. Also gut, abgemacht. Ich nehme das Mittel. Okay, damit haben wir schon ein Rostschutzmittel gefunden. Altes Auto, klicke zum Untersuchen.
oh, wir haben es wieder repariert und kriegen dafür... Ja, das ist eigentlich auch ein Spezialgeschenk, oder? Hüpft zumindest einiges heraus. Ja doch, das ist eine Art Spezialgeschenk, würde ich mal sagen. Und wir können jetzt noch... Oh, und es ist jetzt auch noch ein Roulette geworden. Also nochmal anklicken und wir können es einmal am Tag drehen. Was sagt er denn jetzt? Der hat ja immer noch eine Sprechblase. Ach so, wir haben den Rostentferner noch gar nicht. Wir müssen ihn bezahlen. 500 Goldstücke. Dann verschwindet er und wir bekommen sogar noch ein bisschen Energie hinterhergeschmissen. Ja, dann lasst uns doch gleich mal gucken, ob das jetzt klappt hier mit dem... Aber es ist eigentlich eine Steintür, oder? Genau genommen. Aber vielleicht ist ja nur irgendwie das Schloss verrostet. Eingerostet. Dann träufeln wir mal etwas darauf. Und? 7 brauchen wir. 7 solche Schlüssel. Wir haben 5 gefunden. Das heißt, es sind hier noch irgendwo unversteckt. Kriegen wir einen Hinweis? Nö. Können die anderen einen schon mal reinpacken. Aber diesmal kriegen wir keinen Hinweis. Schade, schade. Mal nochmal genau. Auch hier ist natürlich möglich, dass die hier vielleicht in diesen Bereichen eher noch zu finden sind. Und wir hier gar nicht, vielleicht gar nicht so schlecht geguckt haben. Ja gut, dann gucken wir mal, ob uns... Ah ja, hier, guckt mal, da ist noch einmal auch nochmal Zement. Dann fragen wir doch mal den Bauern, was hat denn der? Warum muss es mein Garten sein? Was habe ich denn getan, um das zu verdienen? Oh, was ist denn passiert? Warum schreist du denn so? Ich bin der unglücklichste Bauer auf der ganzen Welt. Der Blitz schlug in meinem alten Baum ein und er versperrt den Weg zum Garten mit den Heilpflanzen. Oh ja, der lag da unten. Ich muss meinen Kühen das Medikament geben, damit sie nicht krank werden. Ich bin so nervös, dass ich meine Axt gar nicht halten kann. Dann gib sie lieber mir. Ich beseitige den umgestürzten Baum im Nu. Dann helfe ich dir beim Sammeln der Pflanzen und wir geben den Kühen das Medikament. Auch vielen Dank. Bring mir die Pflanzen, dann fertige ich das Medikament an. Okay, du sollst hier nicht schippern. Ach, das ist immer dumm mit dem... dass man doch eigentlich unter dem Rahmen was anklicken kann. Okay. Hier ist nämlich... Warte, wo ist der Baumstumpf? Da. Und jetzt haben wir eine Axt und können da durch. Das ging nämlich vorher nicht. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Aufgabe ausgeführt. Echt? Ach, da gab es... Da gab es jetzt noch was dazu. Okay. Ja, das ist eine kleine Questline jetzt. Das andere mit dem Auto, das ging ja fix. Da mussten wir nicht viel machen. Sammle Heilpflanzen, gib dem Bauern die Heilpflanzen und gib den Kühen das Medikament. Die müssten ja jetzt hier auf dieser Seite sein. Können wir hier ein bisschen freiräumen. So sieht die Heilpflanze aus. Okay, also ein so ein Fingerhut. Hat auch nicht viel, hat 15, glaube ich, war es, ne? 15 Energie. Und wir brauchen... Oh, wir müssen nur 2 Pflanzen... Ah nein, er hat 3 Stufen. Hätte mich jetzt auch gewundert, nur 2 Pflanzen zu finden hier in diesem größeren Bereich. Ja, schaut mal, da sind wir sogar fündig geworden. Da stehen ein paar Dinge herum, die wir brauchen können. Zum Beispiel ein... Sogar 2 solche Bäume. Auch Zement finden wir hier noch. Und die restlichen Kisten, die uns noch fehlen, um durch das Tor zu kommen. Ein Frühlingskörbchen und ein Spezialgeschenk. Also hier ist jede Menge versteckt. Dazu noch ein Minzspawner und eine Erdbeere.
gucke gerade mal so ein bisschen dahinter, ob da noch irgendwo was ist. Außer natürlich den Pflanzen, weswegen wir eigentlich hier sind. Da ist noch ein Körbchen, ein Frühlingskörbchen hier hinter dem Baum. Und die letzten zwei sind wahrscheinlich dann unten in dem Areal, wo wir dann auch noch rein müssen. Na, das sieht doch schon ganz gut aus. Und dann holen wir jetzt noch die Pflanzen. 1, 2, 3. 4. Und hier dahinter 5. Gucken, ob das hinhaut. Ja, da blinkt's schon, das waren alle. Dann überreichen wir das doch mal. Bitteschön, gegen ein bisschen Medizin. Und verabreichen das den Kühen. Kuh, gib ihr das Tiermedikament, damit sie sich besser fühlt. Habe ich das nicht getan? Ich glaube, ich war irgendwie... muss ich da öfter klicken? Ja, natürlich, er hat ja auch dreimal Medizin. Wir waren ein bisschen voreilig. Jetzt, zack und zack. Und dann marschieren sie von dannen. Wir bekommen... 400 Kerosin, das ist auch nicht schlecht. Und eine Flasche, die uns stärken soll. Weg ist er. Was haben wir da? Auch ein Roulette. Ich glaube, auch dieses kann man einmal am Tag drehen und kriegen gleich noch 50 Energie hinterhergeworfen. Dankeschön. Boah, wir haben jetzt 315 mit dem Spezialgeschenk. Da können wir eigentlich wieder was Großes wegmachen. Gleich mal nutzen und 165, da nehmen wir hier so ein. Gut, dann Würstchen, wo haben wir die denn hier? Dann müssten wir ja hier unten durchs Tor kommen mit unseren 7 Schlüsseln. Und tatsächlich, der Kelch steht auf einem Podest und darum herum Dinge für uns, weil den müssen wir abgeben, aber das andere dürfen wir dann wohl für uns behalten. Auch nicht schlecht. Ja, und das sieht auch nach einem kleinen Spezialgeschenk aus. Oh, du darfst auch gleich auf den Schlitten. Haben wir denn den Kerl? Der wollte es doch haben. Bitteschön, dein Kelch. Auch hier bekommen wir ein Geschenk. Und er bedankt sich auch noch ganz artig. Unglaublich. Er ist noch schöner, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Ja, die Schönheit ist wirklich überwältigend. Ich hoffe, er kommt in ein Museum. Danke für deine Hilfe. Die anderen im Museum von Klondike werden begeistert sein. Es kommt in ein Museum. Sehr schön. Gut, dann haben wir ja schon richtig viel geschafft. Jetzt fehlt uns noch hier, dass wir über die Brücke kommen. Und den Hammer kriegen wir wohl hier bei ihm. Wir sprechen mit ihm und schauen mal, was er braucht. Guten Tag. Mir sind in deinen Augen eine Abenteuerslust und bemerkenswerter Mut aufgefallen. Sheriff, ist was passiert? Ja. In unserer Höhle wurde ein Film über Schatzsucher gedreht. Ich versprach, die Requisiten wegzuräumen, und dann habe ich es aber vergessen. Heute ging ich hinunter und überall waren Banditen. Was hast du gemacht? Ich habe sie eingesperrt. Könntest du mir helfen, sie aus der Höhle zu holen? Und nimm alle Wertsachen mit, die du dort findest, damit die Banditen sie endlich vergessen. Natürlich helfe ich dir, warum auch nicht? Oh, wir bekommen einen Schlüssel. Aber er ist weg. Und hier auch nochmal ein Roulette. Dankeschön. Oh, mit Kuchen. Auch das können wir einmal am Tag drehen. Okay, Höhle ist ja hier, ne? Mit Sprengsätzen drumrum. Das müsste dann diese hier sein. Öffne, um weiterzugehen. Da müssen wir dann rein, oder ist das... Nee, wir kriegen ja den Hammer erst, wenn wir... für ihn in der Höhle waren, ne? Ist das noch irgendwas? Nee. Ja, dann müssen wir da wohl hineingehen.
und gucken, was da drinne. Für Banditenhausen. Ich fürchte, wir werden wieder Patronen brauchen.